Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ja, wir sind stehen geblieben. Wir sind stehen geblieben, weil ich das Fenster jetzt öffne. Ja. Gut. Was haben wir denn? Donnerberg müssen wir. Wir haben Zelda mit im Team. Ne, wir haben Markus mit im Team, nicht Zelda. Okay. Okay. Items habe ich keine mit. Aber wir werden dort schon was finden. Das sollte das geringste Problem sein. So, Donnerberg. Es geht los. Wir sind am Fuß vom Donnerberg. Ob Simsalas Team bereits auf dem Weg ist? Zapdos. Der Name klingt nach Stärke. Ich zittere. Ich darf jetzt keine Angst haben. Unser Ziel ist einfach erklärt. Wir werden Tengulus retten. Ronny, versuchen wir unser Bestes. So, Donnerberg E1. So, wir haben... Kraftreserve. Ne. So, zack. Genau. Okay, die gegnerischen Pokémon sind ziemlich stark. Aber das sollte kein Problem für Markus, Jojo und mir sein. So, mal schauen, wo ist denn die Treppe? Keine Ahnung, aber da ist ein weiteres Fritzelblitz. Zack. Sehr schön. Und noch eins. Zack. Danke, Jojo. So, ist hier ein Wunderfeld? Nein. Da ist ein Wunderfeld. Und ein Gummi. Sehr schön, Blaugummi. Das werde ich gleich mal nehmen. Damit mein IQ stärkt. Oh Gott, wenn es im echten Leben auch so wäre, da wäre ich ja super schlau. Ah, ein Apfel, das ist gut. Es kann durchaus passieren, dass unser Magen im Laufe des Abenteuers leer wird. Aber... naja. Ah, eine Sindelbeere. Das ist gut. Zack. Ah, sehr schön, Markus. Und ein Tauboga müsste es sein. Genau. Sehr schön. Ja. Hier ist nichts. Da ist die Treppe. Ist hier noch was? Nee. Gut. E3. Echt mal, wer von euch war alles auf der E3? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet und so weiter und so fort. Im Kommentarbereich können wir über die E3 diskutieren und Fragen können beantwortet werden und so weiter und so weiter. Ich antworte so ziemlich auf alle Kommentare, außer die sind ziemlich hirnlos. Dann nö. So, zack. Achso, jetzt bin ich langsamer geworden. Oh oh. Zack. Ja, das war jetzt blöd. Nee, lassen wir's. Okay. Habe ich vernommen. Na dann schauen wir mal, ob wir so ein paar Jobs noch haben. Ach, bekommen wir gar nicht. Zelda, Markus. Wir nehmen mal Markus noch mit. So. Zack.
Haben wir Geld eigentlich noch? Nee. Gut, dann schaue ich mal am anderen Brett da, ob da was ist. So, Stahlberg, Finsterforst, besucht Sindelbeere, Stillklamm. So. Mach ich mal Finsterforst und mach ich mal Stillklamm. Aber zuerst möchte ich noch Items haben wir. Doch, Items haben wir. Oh, Kraftreserve, das möchte ich gerne verkaufen. So, kriege ich nämlich ziemlich viel Geld, nämlich 300 Poké-Dollar. Und naja, den Apfel werde ich einlagern. Hast du Belebersamen? Ja, hat er. Ach, ich habe vorerst genug Belebersamen. Und ja, irgendwann werde ich mir mal wieder... Wie viel habe ich denn überhaupt? Wie viel Belebersamen? 4. Ja, das wird reichen. Das machen wir erstmal noch ein bisschen Training. So, Makuta Dojo. Wir können trainieren. Nehmen wir Wassertraining. Vielleicht werden wir ja so noch ein bisschen stärker. Das brauchen wir ja. Stärke. Aua. Okay, das war gemein. Ja, doch. Gut. Trainieren. Nämlich Pflanzentraining. So. Mal schauen, was ich da erreichen kann. So. Ein Obei. Ich bin eingeschlafen. Jojo. Danke. So. Ah, ein Sonnenkern. Gut, noch eins. Das sind aber nur 16 Punkte, das ist wenig. Das, ist hier schon... Nein, ist nicht. Noch ein Owei haben wir hier. Zack. 45 Erfahrungspunkte. Wie schaut es denn überhaupt mit dem Team aus? Bericht. 500. 2000. 800. Okay, also mach Rollo. Sprich, ich werde als nächstes ein Level aufsteigen. Nach 500 Erfahrungspunkten. Das kann eine Weile dauern noch. Aber ich werde es versuchen, so schnell wie möglich zu schaffen. Aber versprechen kann ich nichts. Vielleicht wird das noch was in diesem Training hier. Ansonsten auf Missionen. Wo ist denn... Ach, da unten. Gut. Und zack. So. Gut. Genau. Hier müsste das... Jawohl. Und Fußkick. Gut. Gut. Dann geht's in das zweite Untergeschoss. Wo anscheinend auch wieder die gleichen Gegner sind. Zack. So. Na, schauen wir mal. Da haben wir ein Obei. So. Das läuft. Das läuft. So. Okay, aber ich kann ja mal einstellen, wenn
dem Fall hier Taktiken. Taktiken. Weg von hier. Ich glaube, dann geht jeder seinen eigenen Weg. Ich kann ja mal gucken, was alles bewirkt. Info. Das Pokémon wird vor anderen fliehen, egal ob es Freunde oder Gegner sind. Keine Items, nee. Gegner hinterher? Das Pokémon wird auf jeden Gegner, den es sieht, ohne zu zögern zugehen. Ja, das möchte ich, bitte. Jojo auch. Wenn jeder kämpft, dann gibt es ja nochmal Erfahrung. Ja. Genau, und im dritten Untergeschoss gibt es einen Endgegner. Sehr schön. Zack. Jawohl. Okay, dann ist Knütz auch weg. Und ich bin Level 13 und erlerne Karateschlag. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, Magnetilo bitte. Und zack. Jawohl. Ah, du hast das Training erfolgreich beendet. Du bist würdig. Ohne Zweifel hat dich dieses Training gestärkt. Möge dich dieser Erfolg zu noch mehr Ehrgeiz anspornen. Genau. So, dann trainieren wir mal weiter. Wir können ja machen... Und machen wir mal Elektro-Training. Ganz einfach, weil wir es können. So. Okay, sieht schon mal nicht schlecht aus. So, genau. Okay, also wir bleiben quasi doch zusammen, aber... kämpfen trotzdem. So, genau das wollte ich nämlich. Okay, Magnetilo kommt hinterher. Ah, da hinten ist Jojo. Die ist ziemlich weit weg von mir. So, na gut, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch alles im Angebot? Es sind wenig Gegner hier. Okay. Zu wenig Gegner. Okay, da unten kommt eins. Bloß ein Voltoball. So. Ist sonst noch was? Nee. Dann geht auch schon wieder ins dritte Untergeschoss. Und hier sind Gegner. Sehr schön. Ja, dann kann Jojo sich um das Voltoball kümmern. Und Markus und ich werden uns dann um die Frisseblitz kümmern. Jojo, bist du schlau? So. Markus erreicht Level 8. Sehr schön. Ja, die Werte, die brauchen wir jetzt nicht. Na gut. Hat ja doch was gebracht. Halbwegs. So, und? Sehr schön. Ah. Nach einer langen, hitzreichen Woche kommt nun die Kühlung. Scheint zumindest so. Gut, wir trainieren nochmal. Und zwar diesmal meinesgleichen, nämlich Kampftraining. Weil ich bin ja Typ Kampf, ich bin ja Macholo.
Ich bin Macholo. So, und gut. Geht jeder seinen eigenen Weg. Aber hier ist schon die Treppe. Aber da ist noch ein Gegner, den möchte ich gerne mitnehmen. Genau. So. Dann geht's weiter. Jetzt geht's aber los. So. Gut, ja, hier ist nichts. Ja, dann schauen wir mal hier oben weiter. Ah ja, ein Rabaut. Gut, Rabaut, Rabaut, Rabaut. Ja. Und hier ist bestimmt nicht die Treppe, ich wusste es. Na, komm schon. Hier ist nämlich die Treppe. Aha. Weiter geht's. Oh, drei Gegner. So. Einmal Medizia. Na, ist noch nicht. Ist noch nicht. Okay. Zack. Jojo und... Oha. Ja, natürlich. Habt ihr keine anderen Hobbys oder was? So, Kikli ist... Oh, holla. Der hat Erfahrungspunkte gegeben. Der hat Erfahrungspunkte gegeben. Gut. Und auch das haben wir geschafft. Gut. Ich würde sagen, für diesen Part war es das. Im nächsten Part werden wir uns ein paar Missionen wieder einholen. Und ja. Dann sehen wir uns dort dann wieder. Und ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.